Herzlich willkommen, liebe Freunde und Mitstreiter der Atlas-Initiative. Wir melden uns heute zurück in gewisser Weise in eigener Sache, aber auch in Ihrer Sache, denn es geht um das bessere Geld. Es geht um die Geldzeitenwende. Das ist der Titel des Buchs. Markus Krall war so nett, ein Vorwort beizutragen. Und auch Thorsten Pollert hat den ein oder anderen Artikel dazu beigetragen. Markus, vielleicht ein, zwei Sätze. Um was geht es bei dem Thema, beziehungsweise warum bist du auch du der Ansicht, dass wir aktuell mal wieder in einer Geldzeitenwende leben, die wir auch mit beeinflussen sollten? Absolut. Geld ist etwas eminent Wichtiges. Das ist eigentlich jedem schon intuitiv klar, der in einer Wirtschaft und Gesellschaft aufgewachsen ist, in der Geld nun mal benötigt wird, um Dinge zu kaufen. Aber Geld hat eine Funktion, die weit darüber hinausgeht, über das, was wir so tagtäglich wahrnehmen. Wenn man eine Marktwirtschaft betreibt, dann ist es unabdingbar, dass in dieser Marktwirtschaft Geld bestimmte Eigenschaften erfüllt. Es muss knapp sein, es muss stabil sein, es muss teilbar sein, es muss transportabel sein. Es muss diese Eigenschaften erfüllen, damit es die Wirtschaftlichkeitsrechnung durchführbar macht und damit die Preise die aktuellen Knappheiten in einer Wirtschaft reflektieren. Ein Geld, das diese Bedingungen nicht erfüllt und das man manipulieren kann, ist kein marktwirtschaftliches Geld, und eine Gesellschaft, die kein Geld hat, das manipulationsfrei ist, ist deswegen auch keine Marktwirtschaft. Und unser Geld ist leider nicht manipulationsfrei, sondern es wird missbraucht und zweckentfremdet für alle möglichen Dinge, von Klima bis Gender, von Politik, von Konjunkturpolitik bis Wirtschaftspolitik. Alles wird reingepackt an zusätzlichen Aufgaben, die das Geld gar nicht erfüllen kann. Und umso mehr gesellschaftliche Aufgaben auf das Geld draufgeladen werden, umso mehr entfernen wir uns von einem manipulationsfreien Geld und umso mehr gleiten wir von einer Marktwirtschaft in eine Planwirtschaft oder eigentlich in eine Manipulationswirtschaft ab. Benny Mutlak hat dieses Problem gemeinsam mit anderen intensiv analysiert und die Frage gestellt, wenn dieses Geld seine Benny Mutlak hat die Frage gestellt, wenn dieses Geld seine Bestimmung nicht mehr erfüllt, wenn es sich um ein Manipulationsgeld handelt, wenn es eine Planwirtschaft stützt und keine Marktwirtschaft, was passiert denn dann? Und die Antwort ist, ein Geld, das dafür herangezogen wird, zu manipulieren, kann nicht stabil sein. Es schafft sich selbst über kurz oder lang ab, so wie alle Papierwährungen oder sogenannten Fiat-Geldwährungen in der Vergangenheit. Und Fiat hat nichts mit dem Auto zu tun, sondern Fiat heißt lateinisches Werde. Es werde Geld, Geld, das man aus dem Nichts schafft. Geld, das man quasi per Knopfdruck schaffen kann und beliebig vermehren kann, hat eben nicht die Bedingung der Knappheit. Und die Krise, die daraus resultiert, die führt eben zu dieser Zeitenwende. Und diese Zeitenwende, die kommt eben immer dann, wenn ein Geldsystem, das nicht auf der Grundlage von Edelmetall und Gold basiert, sondern das auf der Grundlage von Politik und Manipulation basiert, an seine Grenzen stößt. Deswegen ist es, glaube ich, eine interessante Frage und deswegen ist es sehr empfehlenswert, sich mal damit auseinanderzusetzen, und dazu soll dieses Buch einen Beitrag leisten. 1971 spielt eine Rolle, um genau zu sein, der 15. August 1971. In diesen wundervollen Räumlichkeiten hast du das mit Thorsten Pollert sehr schön beleuchtet. Wir verlinken das Video auch auf dem Atlas-Kanal. Da war die Abkehr vom Goldstandard. Also die USA hatten mehr Zettel ausgegeben, sodass 35 Dollar nicht mehr ausreichen für eine Unze Gold. Vielleicht kannst du auch zu diesem Datum noch mal so ein bisschen etwas sagen, weil danach beschleunigte sich ja auch die soziale Ungerechtigkeit, die damit einhergeht. Absolut. Also es ist erstaunlich, dass den Menschen nicht bekannt ist, dass ein schlechtes Geld soziale Ungerechtigkeit dadurch erzeugt, dass es den unteren 99% Geld wegnimmt und den oberen 1% gibt. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Was ist denn am 15. August 1971 passiert? Das Datum ist den meisten Leuten nicht bewusst, nicht bekannt. Keiner denkt mehr dran, im Gegensatz zu vielen anderen Daten der Geschichte des 20. Jahrhunderts, obwohl dieses Datum vielleicht größere Wirkung hat als viele andere Daten, die Ihnen sehr wohl im Gedächtnis bewusst sind. Und zwar hat am 15. August 1971 Präsident Richard Nixon, Spitzname Tricky Dick, also der trickreiche Dicky, die Goldbindung des Dollars abgeschafft. Das klingt erstmal ganz banal, aber das war der Endpunkt eines Abschieds vom Goldstandard, der 1914 seinen Anfang genommen hat. Bis 1914 war es egal, ob jemand eine 20-Dollar-Note hatte oder ein 20-Dollar-Goldstück. Das war ineinander umtauschbar zu jeder Zeit, das war gesetzlich garantiert. Ob jemand 20 Goldmark hatte oder eine Banknote mit 20 Reichsmark, das war auch egal, das war jederzeit umtauschbar. Es gab eine gesetzliche Festlegung, dass die Reichsbank beispielsweise das umtauschen musste.
So, dann hat man das 1914 aufgegeben. Warum? Man hat einen Krieg damit finanziert, dass man es aufgegeben hat. Man konnte plötzlich Papiergeld drucken ohne Ende. Und dieses Papiergeld hat dann die Kriegsführung ermöglicht. Das Gleiche hat man dann im Zweiten Weltkrieg nochmal gemacht. Und dann kam am Ende des Zweiten Weltkriegs die Situation, dass eigentlich der größte Teil des Goldes sich in den USA angesammelt hatte. Und man hat dann in Bretton Woods einen sogenannten mittelbaren Goldstandard geschaffen. Die Währungen waren nicht mehr durch Gold gedeckt, aber der Dollar war durch Gold gedeckt. Und die anderen Währungen waren durch feste Wechselkurse an den Dollar gebunden. Und das hat verhindert, dass die Regierungen über ihre Zentralbanken beliebig Geld drucken konnten. Und im Ergebnis dessen war ein indirekter Goldstandard wieder eingeführt. Aber wieder mal war es die Kriegsfinanzierung, die dazu geführt hat, dass man mehr Geld gedruckt hat, als man hätte dürfen oder sollen. Und die USA haben dann riesige Mengen an Dollars gedruckt, die aber nicht durch Gold gedeckt waren, waren aber verpflichtet, dieses Geld jederzeit in Gold umzutauschen, jedenfalls wenn eine Zentralbank kam und es haben wollte. Und als die USA erkannten, dass sie eigentlich in dem System pleite waren, haben sie einfach die Goldbindung des Dollar abgeschafft mit einem Federstrich. Damals hieß es, wir machen das nur vorübergehend, ist jetzt 50 Jahre her, also vorübergehend sehen wir, ist ein relativer Begriff. Und das Ergebnis dieser Abschaffung des Goldstandards war, dass in den letzten 50 Jahren die Geldmenge in der ganzen Welt explodiert ist, sich viel stärker vermehrt hat als das Bruttosozialproduktswachstum und damit die Inflation Einzug gehalten hat. Und über schleichende Prozesse wurden die Arbeitnehmer auch für diese Inflation nicht wirklich kompensiert. Nehmen wir das Beispiel der USA. Dort hat sich seit 1971 das Bruttosozialprodukt verdreifacht. Aber die Arbeitnehmereinkommen sind nur ungefähr in der Kaufkraft auf dem Niveau geblieben, das sie schon 1971 hatten. Das heißt, in den letzten 50 Jahren haben die amerikanischen Arbeitnehmer keinen wesentlichen Wohlstandsgewinn gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. Das Bruttosozialprodukt verdreifacht sich und die Arbeitnehmer haben nichts davon. Interessanterweise habe ich noch nie jemanden auf dem linken politischen Spektrum dagegen protestieren sehen, wahrscheinlich, weil es denen einfach nicht bewusst ist. Also bestimmt nicht aus Böswilligkeit, aber es ist ihnen wohl nicht bewusst. Und es wird höchste Zeit, dass man das in das Bewusstsein der Menschen rückt, dass diese Abkehr vom Goldstandard nur dazu geführt hat, dass man die Arbeitnehmer, die übrigens auch Leistungsträger sind zum allergrößten Teil, um die Früchte ihrer Produktivitätssteigerung betrogen hat. Sie haben nicht mehr Anteil an der Produktivitätssteigerung und am Bruttosozialproduktswachstum gehabt in den letzten 50 Jahren. Und der Scheidepunkt war die Abkehr vom Goldstandard und die Entbindung des Dollars von der Goldumtauschpflicht. Und deswegen ist es, glaube ich, eminent wichtig, sich über die Mechanismen im Klaren zu sein, die gutes Geld hat, und sich über die Mechanismen im Klaren zu sein, die schlechtes Geld hat. Gutes Geld war sachwertgedeckt, Gold, Silber. Und heute ist das Geld, das Kreditgeld, gedeckt durch Forderungen. Und Forderungen sind halt immer relativ und geknüpft an die Sicherheit bzw. an die Zahlungskräftigkeit des Schuldners. Das kann ein Problem geben. Was wir aktuell erleben, ist aus meiner Sicht ähnlich wie vor 1619, zur Zeit der Kipper- und Wipperzeit. Die Wirtschaftsrechnung ist nicht mehr möglich. Das heißt, die Rechenfunktion des Geldes ist dahin. Gerade im Baubereich sehen wir das. Bauunternehmer können keine Angebote mehr abgeben, weil sie nicht mehr genau kalkulieren können. Das ist ein riesengroßes Problem. Insofern, und da kommen wir auf die Lösung im Buch auch zu sprechen, neben den Problemen, die wir gerade auch schon beschrieben haben. 1619 wurde die Hamburger Bank gegründet und die Mark Banco wurde lanciert. Also eine Mark Banco entsprachen 8,66 Gramm Silber. Und so war dann die Wirtschaftlichkeitsrechnung wieder gegeben. Was hast du zu Mark Banco zu sagen? Sie hielt ja immerhin etwas über 52 Jahre und ist nicht gescheitert, sondern war die ganze Zeit zu 100% wertstabil. Ja, also das ist ein interessantes Beispiel, wie privates Geld, das metallgedeckt ist, edelmetallgedeckt ist, über lange Zeit sehr stabil ist. Und wie Sie sich wahrscheinlich schon denken, ist die Mark Banco die Namensgeberin der Mark. Also die Deutsche Mark, die D-Mark, auch schon die Reichsmark, die Goldmark vorher. Die Namensgeberin war die Hamburger Mark Banco, die mit ihrer Stabilitätskultur dafür gesorgt hat, dass mit dem Namen Mark allein schon ein enormes Vertrauen in die Stabilität der Währung geschaffen worden ist. Und als die Mark 1999 dann aufgegeben worden ist und der Euro dann dafür übernommen worden ist, gab es damals nicht wenige warnende Stimmen, die gesagt haben, diese Stabilitätskultur, die quasi in dem Symbol der Mark enthalten ist, die wird so verloren gehen, und zwar deswegen, weil institutionell die Rahmenbedingungen im Euro nicht stimmen. Das ist eine Warnung, die sich jetzt mehr und mehr leider als zutreffend erweist.
Und die Frage ist natürlich, wie können wir was können wir aus dieser Stabilitätskultur der Marktbank lernen? Ich glaube, es sind zwei wesentliche Dinge. Das erste ist, nur goldgedecktes Geld oder sachwertgedecktes Geld ist auf Dauer gutes Geld. Und das zweite ist, es ist nicht unbedingt notwendig, dass man eine staatliche Zentralbank hat für gutes Geld. Man kann auch eine Privatbank haben, die gutes Geld ausgibt, das sehr lange hält. Es gibt allerdings in der Historie unterschiedliche Emittenten von gutem Geld. Zugegebenermaßen war das langlebigste solide Geld der römische Solidus, den der römische Staat ausgegeben hat. Genauer gesagt Kaiser Konstantin der Große im 4. Jahrhundert. Und da die letzte Transaktion, die man mit diesen Goldmünzen bezahlt hat, im Jahr 1792 in Venedig dokumentiert wurde, kann man sagen, dieses Geld war 1400 Jahre wertstabil im Umlauf. Das muss erstmal jemand nachmachen. Aber es war eben zwar keine private Zentralbank, es sei denn, man betrachtet das Römische Reich als Privateigentum des Kaisers, aber es war immerhin eine goldgedeckte Währung, an deren Solidität niemals ein Zweifel bestand, denn schon ihr Name sagte, Solidus, das ist etwas Standfestes, darauf kann man bauen. Solide sozusagen. Genau. Und auch der goldgedeckte Dollar hatte 1914 11% mehr Kaufkraft als 136 Jahre zuvor. Das bedeutet, die Produktivitätsfortschritte, die im Zuge der industriellen Revolution erwirkt wurden, wurden weitergegeben an die Halter des Geldes. Auch eine wichtige Funktion des Geldes, beziehungsweise guten Geldes. Das tolle Beispiel, eine Unze Gold. 1908 bekam man einen Maßanzug. Heute bekommt man für eine Unze Gold immer noch einen Maßanzug. Damals waren eine Unze Gold $20. Für $20 bekommen Sie heute, wenn es gut läuft, noch eine Krawatte. Und dann hört es auch schon auf. Ja. Keine besonders schön. Keine schöne. Das gleiche auch bei einem Mittelklassewagen. Der kostete 1908 $850. Heute $31.000 plus wahrscheinlich etwas mehr. Das ist 36-fache. Es waren damals 42,5 Unzen Gold. Heute sind es 17,33 Unzen Gold. Über 100 Jahre später. Das heißt also, gutes Geld ist tendenziell eher deflationär, weil es die Halter des Geldes an den Produktivitätsfortschritten beteiligt. Vielleicht dazu noch einen Satz. Ja, liebe Kollegen in der Atlas-Initiative und Leistungsträger, lassen Sie sich nicht davon beeindrucken, dass Ihnen die Politik und die Zentralbanken sagen, Deflation sei was Schlechtes. Das ist nicht wahr. Deflation ist nur dann was Schlechtes, wenn sie infolge eines monetären Kollapses eines Papiergeldes zustande kommt, weil durch Bandenpleiten und sonstige Dinge plötzlich die Geldmenge schrumpft, nachdem man sie vorher künstlich aufgeblasen hatte. Deflation ist was Gutes, wenn sie durch Produktivitätsfortschritt zustande kommt, also wenn die Produktion steigt, aber die Geldmenge nicht zunimmt. Warum ist sie dann was Gutes? Weil dann die Produktivität vor allen Dingen denen zugutekommt, die vorher Geld verdient und gespart haben. Das heißt, die Kaufkraft ihres gesparten Geldes steigt an. Sie bekommen also auch dann einen kleinen Zins auf ihr Geld, wenn sie gar keinen Nominalzins erhalten. Denn wenn ich für 100 Euro in einem Jahr so viele Dinge kaufen kann wie vor einem Jahr für 105 Euro, dann bedeutet das, dass ich quasi 5% Zins bekommen habe, ohne dass die Menge des Geldes nominal gewachsen ist. Das ist genauso gut, als wenn ich von 100 auf 105 Euro mein Geldvermögen wachsen lasse durch einen Zins und dann für die 105 Euro etwas mehr bekomme oder 5% mehr bekomme als vor einem Jahr für 100 Euro. Also diese Deflation ist nichts Schlechtes, lassen Sie sich nicht das Gegenteil einreden. Man kann also auch Inflation haben, wenn die Preise stabil bleiben, nämlich dann, wenn es Produktivitätsfortschritte gab. Letzter Punkt. Der Wettbewerb um das beste Geld, um das Marktgeld sozusagen. Welche Rolle spielt Bitcoin und was haben wir da zu erwarten, ja, wenn die Bürger mitmachen? Also die Frage der Kryptowährung ist natürlich eine wahnsinnig spannende. Und zwar deswegen, weil Kryptowährungen einerseits zwar etwas sehr Junges sind, ein junges Phänomen sind und sicher noch viele Kinderkrankheiten da lauern und einige davon werden auch intensiv in den Communities diskutiert, ob das die Frage ist, wenn der Strom ausfällt, was mache ich dann mit meiner Währung oder wenn das Internet ausfällt. Die Deckung. Auch die Frage der Deckung. Es ist nichts drin, was ich rausnehmen kann. Aber es ist natürlich so, dass man auch ein Kryptogeld mit einer Deckung schaffen könnte. Man könnte beispielsweise eine Kryptowährung mit einer Edelmetall- oder einer anderen realen Asset-Deckung schaffen. Und das scheint eine interessante Sache zu sein, diese beiden Dinge zusammenzuführen. Was wir auf jeden Fall hoffen sollten, ist, dass Kryptowährungen in der einen oder anderen Form von Dauer sind. Warum?
Weil Kryptowährungen ebenso wie Gold und Silber mehr Wettbewerb schaffen im Währungsmarkt. Zentralbanken mögen keine Edelmetalle und sie mögen auch nicht, wenn die Leute Edelmetalle kaufen. Warum? Weil das ein Misstrauensvotum gegenüber dem Papiergeld ist und weil es eine Alternative zum Papiergeld darstellt und schafft. Und genauso ist es mit der Kryptowährung. Kryptowährungen stellen eine Alternative dar und wenn sie funktionieren sollten, dann stellen sie ein Wettbewerbselement dar, dem sich die Zentralbanken stellen müssen. Aber Zentralbanken sind Monopolisten und hassen von Natur aus den Wettbewerb. Jeder Monopolist hasst den Wettbewerb. Und deswegen sollten wir uns freuen, falls das funktioniert. Also wenn die Kryptowährungen über ihre Kinderkrankheiten hinwegkommen und sich etablieren, dann wäre das eine gute Sache, denn es zwingt die Zentralbanken zum Wettbewerb und damit zu einer stabilitätsorientierteren Politik. Ja, liebe Zuschauer, herzlichen Dank erstmal für die Ausführungen. 1914 war eine Geldzeitenwende, 1971 war eine Geldzeitenwende und auch jetzt der digitale Euro steht im Raum. Dagegen sollten wir uns auf jeden Fall wehren. Auch das ist wieder eine Geldzeitenwende und wir sollten das für uns nutzen, das Zwangsmonopol aufzubrechen, den Markt und das beste Geld zu eröffnen. Bitcoin ist ein Beitrag, sollte man weiterentwickeln. Insofern, in dem Buch ist einiges dargelegt, über 80 Abbildungen, also Zahlen, Daten, Fakten, auch für den Laien verständlich, so hoffe ich zumindest. Und würde mich sehr freuen, wenn Sie sich vor allen Dingen mit den Themen beschäftigen, denn darum geht es. Es geht nicht darum, dass ich das Buch, natürlich würde ich es auch gerne verkaufen, das ist nicht die Frage, aber es geht in erster Linie darum, die Ideen zu verkaufen und die Möglichkeit, dass die Bürger in einer breiten Masse sich damit beschäftigen, um eine Veränderung, eine Verbesserung herbeizuführen. Herzlichen Dank, wenn Sie mitmachen, herzlichen Dank an dich für die Ausführungen und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank von meiner Seite.